Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hatte ich mein Vorbereitungstreffen in Köln. Und zwar war das am 2. und 3. Juni und ich weiß, es ist schon etwas länger her. Aber ich hatte ja leider keine Zeit, es zu filmen. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich dort nicht filmen konnte, weil das Programm war einfach so, so streng gegliedert. Also es gab wirklich kaum Pausen und zwischen den Vorträgen wollte ich auch nicht wirklich filmen. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem und ich wollte einfach ein bisschen darüber erzählen, was wir so gemacht haben und viel Spaß! Also, für die Leute, die es nicht wissen, also ein Vorbereitungstreffen ist dafür da, dass die Organisation, die Austauschschüler halt so auf ihre Zeit im Ausland vorbereiten. Das heißt, dass sie halt erzählen, wie es so ist, was es so für Regeln gibt, wie die Anpassungsregeln sind, wie das Leben in einer Gastfamilie ist und vieles, vieles mehr. Bei mir fand das halt in Köln statt und ich wohne halt in der Nähe von Köln. Aber es gab von der User Intrax auch noch ein Vorbereitungstreffen in Stuttgart, eins in Hamburg und eins in Berlin. Und von meinem Vorbereitungstreffen hatte ich auch schon Kontakt mit zwei Mädchen, die mich auf Instagram angeschrieben haben. Und wir haben uns halt auch zusätzlich noch in verschiedenen WhatsApp-Gruppen kennengelernt und dann halt mehrmals privat miteinander geschrieben. Die waren halt wirklich echt nett. Und die beiden kamen auch aus der Nähe von Köln und sind dann halt auch zum Vorbereitungstreffen in Köln gegangen. Ich war halt sehr aufgeregt vorher, weil ich wusste halt nicht, was mich genau erwartet. Und ich bin dann schon sehr früh mit meinen Eltern und mit meiner Schwester am Samstag losgefahren, weil es schon um 10 Uhr begonnen hat. Also um 10.30 Uhr war Check-in und um 11 Uhr hat dann auch der Vortrag angefangen. Ich habe halt vorher mit einem von den Mädchen halt geschrieben und wir wollten da uns halt treffen. Aber da ich im Stau stand, kam ich später und die waren schon alle in dem Raum drin. Also nicht alle, aber die meisten. Und ich bin dann halt angekommen an der Jugendherberge. Beim Check-in habe ich halt ein Schild bekommen mit meinem Namen und mit dem Land, wo ich halt hinreise. Und außerdem ein T-Shirt. Und ich kann euch das mal eben zeigen, weil ich finde das echt cool. Also das ist das von vorne. Und dieses A steht halt für User Intrax. Und dann sind hier an der Seite so Begriffe, die halt zu einem Auslandsjahr gehören und halt auch dazu passen. Und die Rückseite finde ich sogar fast noch cooler. Und zwar sieht die so aus und zwar steht da Highschool und dann halt 90. Ich muss sagen, die T-Shirts sind echt, echt schön, weil vor einem Jahr hatte Ayusa Intrax T-Shirts, die waren einfach nur so grün und dann stand hier so Ayusa in Weiß drauf. Und die sehen echt, echt schön aus, finde ich. Als ich in den Raum gegangen bin, habe ich dann meinen Rucksack weggebracht, denn es war ein Vorbereitungstreffen mit einer Übernachtung, also von Samstag auf Sonntag. Samstag waren halt die Vorträge und das Programm nur für die Schüler und Sonntag dann auch noch für die Eltern. Ich bin dann also in den Raum gegangen und habe halt nach diesem einen Mädchen gesucht, aber ich wusste nicht mehr genau, wie sie aussieht. Und ich habe sie dann aber letztendlich doch gefunden. Als erstes wurde halt erklärt, was halt den ganzen Tag oder die nächsten beiden Tage so gemacht werden soll. Und dann wurde uns auch schon ein bisschen erzählt über das Auslandsjahr und über die Organisation. Dann war es auch schon soweit, dass wir dann in Gruppen aufgeteilt worden sind. Und in den Gruppen haben wir dann einzeln so verschiedene Themen bearbeitet zum Thema Auslandsjahr. Ich war leider nicht mit den Mädchen, die ich schon kannte, in einer Gruppe, aber ich habe da auch viele neue Leute kennengelernt, die auch echt super nett waren. Und zwar haben wir uns als erstes vorgestellt, also wir haben gesagt, wer wir sind, wohin wir gehen und halt, ob wir schon eine Gastfamilie haben und wie sie dann halt aussieht. Danach haben wir dann so verschiedene Spiele gespielt und halt auch verschiedene Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass man halt so nicht über andere Kulturen urteilen sollte, wenn man sie nicht kennt. Oder dass zum Beispiel die Unterschiede von Deutschland zu Amerika wirklich echt, echt groß sein können. Es hat mir echt super Spaß gemacht. Und was wir dann auch noch machen sollten, ist, wir sollten einen Brief an uns selber schreiben. Und diesen Brief werden wir dann in einem Jahr bekommen, wenn wir halt zurückkommen aus unserem Auslandsjahr. Und dort sollten wir dann halt verschiedene Sachen schreiben, zum Beispiel
wie es da so ist und ob es so ist, wie wir es erwartet haben. Und ich finde das echt super cool, weil vielleicht ist es ja genauso, wie ich es geschrieben habe. Vielleicht kann es aber auch ganz anders sein. Und ich bin echt gespannt, ob es wirklich so ist. Und wenn ich das dann am Ende lese, dann wird das wahrscheinlich echt, echt peinlich sein. Aber egal, ja. Als wir dann fertig waren damit, sind wir wieder in den Raum gegangen. Und als nächstes haben wir dann verschiedene Vorträge gehört zum Thema andere Kultur, das Leben in einer Gastfamilie und generell in einem anderen Land. Und dann wurden wir schon wieder in Gruppen aufgeteilt und haben dann verschiedene Fragen beantwortet, die wir halt immer so auf Plakaten aufschreiben sollten. Zum Beispiel, was so die Grenzen der Anpassung sind. Das heißt, dass man halt da jetzt nicht so krasse Veränderungen machen darf, wie seine Religion wechseln und so weiter. Aber auch zum Beispiel, was es für Situationen geben könnte in Amerika und wie wir sie umgehen können. Und das hat auch echt super Spaß gemacht. Danach gab es Mittagessen und zwar war es eigentlich wirklich sehr lecker. Also ich hätte es nicht von einer Jugendherberge erwartet, ehrlich gesagt, weil in denen ich halt schon auf Klassenfahrt war, war das Essen nicht ganz so gut, um es so harmlos auszudrücken. Ja, aber ich habe dann auch schon so ein paar Leute kennengelernt und saß halt mit dem zusammen beim Essen. Und danach sind wir wieder in den großen Konferenzraum gegangen und dann kamen halt weitere Vorträge zum Thema andere Kultur, wie lebe ich zum Beispiel in einer Gastfamilie in einem anderen Land. Und anschließend haben wir dann halt auch wieder in Gruppen verschiedene Fragen beantwortet, wo wir halt die Antworten auf Plakate schreiben sollten. Zum Beispiel, was es halt für Regeln geben könnte von der Gastfamilie, wie man in manchen Situationen mit ihnen spricht, wie so der erste Tag in der Highschool sein kann und so weiter. Und das hat auch recht Spaß gemacht und ich habe schon wieder viele neue Leute kennengelernt und es waren alle echt super nett, super freundlich und man hat wirklich richtig viel mit denen so gequatscht, so was so seine Wünsche sind und seine Vorstellungen und es hat echt Spaß gemacht. Und nach diesen ganzen Vorträgen haben wir dann unser Agisa-T-Shirt angezogen und sind rausgegangen, um ein Gruppenfoto zu machen. Anschließend haben wir dann noch so ein Spiel gespielt, wo es halt um Schnelligkeit ging und so. Und das hat auch total Spaß gemacht und hat auch nochmal geholfen, so andere Leute kennenzulernen. Danach sind wir dann wieder reingegangen und haben noch ein Rollenspiel gespielt und dafür wurden wir wieder in Gruppen aufgeteilt. Und meine Gruppe hatte halt die Situation, dass der Gastschüler halt so ein paar Probleme hatte mit der Gastfamilie und überlegt hatte zu wechseln. Und wir sollten uns dann halt ausdenken, wie man halt diesen Gastfamilienwechsel umgehen kann. Und dass man halt immer dann mit ihnen reden muss, wenn man halt irgendwelche Probleme hat oder wenn man irgendwelche Sorgen hat. Und insgesamt hat mir das auch echt Spaß gemacht. Und dann war der Tag auch schon fast zu Ende. Und zwar gab es dann Abendessen. Da hatte ich dann auch schon so eine Clique gefunden. Also die zwei Mädchen, mit denen ich voll geschrieben habe und noch zwei andere. Und die vier waren echt super, super nett. Und wir haben uns halt auch sofort verstanden und halt viel über Amerika und so geredet. Und nach dem Essen hatten wir dann irgendwie noch 2 Stunden Zeit. Und da haben wir uns dann einfach hinter die Jugendherberge gesetzt und noch einfach miteinander geredet. Ende des Tages haben wir dann noch einen Film geguckt. Und zwar war das aber freiwillig. Das war auch in diesem Raum und zwar haben wir Pitch Perfect 3 auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt und man konnte es aber wirklich eigentlich richtig gut verstehen. Das hat auch echt Spaß gemacht und dann sind wir halt nur noch auf unser Zimmer gegangen und sind dann schließlich auch irgendwann ins Bett gegangen. Am nächsten Tag sind wir halt aufgewacht, es gab Frühstück und dann hatten wir halt wieder noch 1 Stunde Zeit für uns und dann sind halt unsere Eltern gekommen. Und von 11 Uhr bis 13 Uhr gab es dann noch einen Vortrag und zwar ging es halt diesmal so um Visum, um Konto, Handynummer, wie macht man das zum Beispiel, wenn man in Amerika verreist, wie man seine Gastfamilie wechselt und einfach diese ganzen organisatorischen Dinge. Und wir haben auch endlich etwas mehr zu der New York Orientation erfahren und uns auch so ein Video angeguckt dazu vom letzten Jahr. Und oh mein Gott, es sieht einfach so cool aus. Ich bin so aufgeregt. Und
durch dieses Vorbereitungstreffen freue ich mich einfach schon so sehr auf mein Auslandsjahr. Ich kann es einfach kaum erwarten, loszufliegen. Ich würde am liebsten jetzt schon nach Amerika fliegen. Aber es sind noch 65 Tage und diese Zeit werde ich aushalten müssen. Ja, nach diesem Vortrag sind wir dann auch nach Hause gefahren, beziehungsweise ich war mit meiner Familie den Tag noch in Köln. Und wir haben uns da etwas umgeschaut, also wir waren dazwischen öfters, aber ich mag diese Stadt echt gerne irgendwie. Mit den vier Mädchen habe ich auch immer noch Kontakt, also wir haben eine Snapchat-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe und wir schreiben uns halt echt oft und mit zwei von ihnen fliege ich sogar nach New York und ich freue mich einfach schon so sehr und ich finde es so cool, dass ich jetzt halt so neue Freunde bei diesem Vorbereitungstreffen kennengelernt habe, die halt auch wie ich nach Amerika gehen, die halt so dieselben Wünsche und Hoffnungen haben und Träume und ja, insgesamt muss ich sagen, hat mir das Vorbereitungstreffen echt gut gefallen. Also es waren halt schon viele Sachen, die ich halt schon wusste vorher. Aber trotzdem, finde ich, hat es noch sehr viel gebracht und ich habe sehr viel Neues gelernt. Ich muss sagen auch, dass die Jugendherberge echt, echt schön war. Also sie hat mich, ich muss ehrlich sagen, eher an ein Hotel erinnert. Und es war echt super bequem da, es sah echt schön aus und es war alles auch recht modern. Und ja, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye!